Ja, und damit willkommen zum extrem verspäteten Encore-Video zu Warlock Nummer 6. Ja, hier soll es nochmal darum gehen, die Kommentare, die unter Warlock Nummer 6 geschrieben wurden, zu beantworten. Ich weiß, es ist schon ewig her, aber das lasse ich mir dennoch nicht nehmen. Und andererseits geht es hier auch noch darum, ein paar kleine Informationen zu geben allgemein, was ja mein Let's Playen angeht. Die Idee, das ganze Encore-Video zu nennen, habe ich vom guten Gopher. Zudem jetzt auch wahrscheinlich irgendwo auf dem Bildschirm eine Verlinkung sein wird. Und ich würde dann mal sagen, fangen wir mit den Kommentaren an. Ja, und wie durch Zauberhand sind wir schon auf der Kommentarseite von Warlock Nummer 6. Und bevor irgendwie Anfragen kommen sollten, YouTube sieht bei mir so aus, wie YouTube bei mir aussieht, durch ein nettes Tool namens Magic Actions, das ich wirklich nur empfehlen kann. So, scrollen einfach mal runter und fangen mit den Kommentaren an. So, aktiv und nochmal aktiv. Ich hatte ja diese Challenge in Anführungszeichen oder auch diese Anfrage gestellt, dass aktive User bitte aktiv in die Kommentare schreiben sollten. Und dass das ein paar Leute gemacht haben, hat mich wirklich gefreut. Okay, hier kam noch eine zweite Frage und zwar, oder eine Frage. Was ist mit Gothic 2, die Nacht des Raben? Da hatte ich auch schon drauf geantwortet. Das Problem mit Gothic 2 und auch mit Deus Ex ist, dass ich in den Projekten zu viele Aufnahmepausen gemacht habe. Dadurch wirkt das meiner Meinung nach ziemlich zerstückelt. Und ich bin da auch komplett raus und habe zu viel vergessen. Und deswegen sind das gute Kandidaten darauf, dass ich sie nochmal komplett neu starte im Prinzip und ein neues Projekt daraus mache. Wann bin ich mir noch nicht sicher, aber keine Angst, Gothic 2 wird auf jeden Fall kommen. Beziehungsweise Gothic 2, die Nacht des Rahmen. So, ist hier noch jemand aktiv und noch jemand aktiv und jemand aktiv hier an der Membranzelle. Aktiv und freue mich mal wieder von dir zu hören. Ja, danke, das freut mich auch. nochmal aktiv und nochmal aktiv und ein längeres Kommentar. Salü, seit einem Monat schaue ich aktiv. Hab einen Spielewunsch oder zumindest ein Spiel als Anregung. Outlast. Ist ein Horror-Überlebensdings und ganz neu. Sieht wirklich cool aus, würde es liebend gerne von dir sehen. Mach weiter wie bisher, nur sei nicht immer so blind in Spielen. Ja, das versuche ich. Und man hat es zwar nicht gesehen, aber ich habe die Smileys auch mimisch dargestellt. So, Outlast, ist das Problem, einerseits, ich wollte das um jeden Preis quasi schon, oder nicht um jeden Preis, aber auf jeden Fall, Let's Playen. Das Problem daran ist, dass YouTube gerade mit Let's Plays davon zugeworfen wird. Genauso wie von Let's Plays von Amnesia, A Machine for Pigs, das ich auch gerne Let's Played hätte, beziehungsweise was ich Let's Playen werde, aber nicht jetzt, denn ich weiß nicht, es sind jetzt schon zu viele Let's Plays meiner Meinung nach davon und ja, da werde ich ein bisschen warten, bis das ein bisschen aus den Köpfen draußen ist und dann das nochmal in Erinnerung rufen. Deswegen, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass das ein kleines bisschen Verzögerung hat, aber es wird auf jeden Fall irgendwann ein Let's Play von Outlast von mir geben. Genau, das waren dann auch die Kommentare. Und damit kommen wir zum zweiten Teil vom Video. Man merkt schon, die Warlocks werden nicht unbedingt die längsten Videos. Aber ja, Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Genau, vor diesem Video sollte ein kleinerer Block oder ein Block von Videos hochgeladen worden sein. Ich hoffe, das ist er auch. Das liegt daran, dass ich die nächsten paar Tage nicht da sein werde und deswegen jetzt schon mal die Videos hochladen wollte. Und in dem Zusammenhang auch, warum die letzten Woche bis zwei Wochen nicht so viel kam. Das lag daran, dass ich in dieser Zeit ziemlich viel für die Uni machen musste. Und da außer aufstehen, Unisachen machen, essen, Unisachen machen, schlafen, war da nicht so sonderlich viel. Deswegen kam ich da auch nicht mit dem Produzieren hinterher. Aber jetzt sollten wieder Sachen einigermaßen regelmäßig anlaufen. Genau, und unter diesen Videos wird auch der Anfang vom Let's Play von Moant und von Arctwind sein. Arctwind, ich weiß nicht, für die Leute, die mich vielleicht von Anfang an gucken, ich glaube zwar nicht, dass irgendeiner von Anfang an bis jetzt noch durchguckt, Arctwind war das erste Projekt, das ich mal angekündigt habe, dass ich Let's Playen wollte. Also mein erstes Projekt war ja Nerim und Arctwind ist im Prinzip ja der Vorgänger davon, deswegen, das hatte ich damals angekündigt und jetzt kommt es langsam nach. Und zwar als Co-Commentary mit dem guten Asthena. Und das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, trotz dessen, dass ich jetzt schon mal für die Uni viele Sachen arbeiten musste quasi, ist, dass das noch in den Semesterferien lag und die Uni an sich jetzt auch bald wieder anfängt. Ich weiß noch nicht genau, wie das da läuft, aber ich denke mal, dass ich das ein kleines bisschen besser managen kann als letztes Semester, denn dieses Semester habe ich ja sogar von Anfang an mal Internet, was doch ziemlich angenehm ist. Genau.
Und das war's dann auch mit dem Encore-Video zu Warlock Nummer 6. Und ich denke, dass ich auch in Zukunft dann zu den anderen Warlocks jeweils ein Encore-Video machen werde und vielleicht noch zu ein paar anderen Videos auch. Ich denke, dadurch hat das Kommentieren vielleicht ein kleines bisschen mehr Sinn. Ja. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.